So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Wie Infected. Da sind wir nun wieder nach einer Ewigkeit. Ich habe das Spiel jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr aufgenommen. Und ja, es hat sich einiges verändert in diesem Spiel. Es gibt viele neue Sachen, die man jetzt machen kann. Es gibt eine neue Map und so weiter und so fort. Und das Ganze möchte ich mir erstmal so in zwei Parts für heute und für morgen mal angucken. Das wird schon mal so der Anfang von Staffel 3 werden, weil Staffel 3 wird dann, wenn Forest 1 zu Ende ist, dann ja weitergehen. Aber da ich ja gesagt habe, ne, für dieses Wochenende wollte ich mal ein bisschen mehr aufnehmen, ja, machen wir das einfach mal. Und wir gucken uns das Ganze erstmal so für den Anfang erstmal für zwei Folgen an, ne? Dann kann ich auch so gucken, wie es bei euch ankommt und so weiter, ne? Das übliche halt. Ja, Staffel 3, ne? Ist schon lange her. Ich nenne das einfach mal so. Es kann auch sein, dass bis dahin schon wieder ein neues Update rausgekommen ist und der Spielstand wieder nicht funktioniert, aber gut, wir wollen uns das trotzdem mal angucken. Ja, speichern, ich glaube, das passt alles so. KI, ach, ich lasse es einfach mal. Wir machen auf Start. Wie Infected. Ja, schon lange her. Also die Map sieht mittlerweile wirklich komplett anders aus. Früher war das ja so eine flache Map. Nur mit Wald und so weiter. Aber mittlerweile gibt es ja Berge. So richtige Sons of the Forest Wälder und so weiter und so fort. Und ja, für die, die sich fragen, was ist Wie Infected eigentlich? Das ist meiner Meinung nach irgendwie so eine Art Mischung aus Forest und Mist Survival. Weil man zum einen zombieartige Wesen hat, irgendwie die, naja, jetzt auch nicht ganz wie Zombies sind, aber naja, man könnte schon fast denken, dass sie Zombies sind. Und man hat halt auch einen riesigen Wald und so weiter, ne? Wie bei Forest. Es ist halt irgendwie so eine Mischung gefühlt. Und plus was Eigenes natürlich. Und ja, das hier ist neu, glaube ich. Das gab es hier vorher alles noch gar nicht. Auch dieses Quad müsste neu sein. Das gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Ein Auto zum Beispiel gab es ja schon mal. Das konnte man auch rumfahren. Das haben wir aber damals leider nie gefunden, glaube ich. Ich war tatsächlich schon mal gestern hier drin gewesen und habe das kurz zum Laufen bekommen. Und das würde ich gerne mal schnell machen. Hier haben wir noch einen kleinen Stein, den hebe ich mal schnell auf. Da können wir uns später eine Axt draus machen. Was auch neu ist, ist das neue Buch. Also das Gegenstandpedia, wie das auch heißt. Das haben sie jetzt komplett überarbeitet, die Entwickler. Das ist jetzt viel, viel besser. Das ist jetzt mit den Craften wirklich generell viel einfacher geworden. Das haben sie jetzt mittlerweile verbessert, weil vorher musstest du halt immer so ständig gucken, ja, wie mache ich das jetzt? Jetzt kannst du da einfach in das Buch reinschlagen, kannst du, wenn du genügend Materialien hast, wenn wir zum Beispiel sagen, hier eine Steinklinge zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel genügend Steine habe, dann kann ich jetzt einfach hier rauf gehen, zack, kann ich es mir herstellen. Was schon mal sehr, sehr cool ist, weil das ging vorher nicht. Und naja, es ist einfach viel übersichtlicher geworden. Es gibt zwar mittlerweile auch einige neue Gegner. Ich glaube, sogar Werwölfe gibt es mittlerweile. Also wirklich einiges mehr. So, ein Benzinkanister, den brauchen wir für unser ATV, heißt es ja, glaube ich. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. Mit M kann man eine Map öffnen. Genau, ATV, das ist unser Vehikel, also unser Quad. Ach, da war noch ein Reifen, den brauchen wir. Ich war ja tatsächlich gestern kurz in einer kleinen Testrunde drin, aber ja, nur mal kurz zum Reinschnuppern. Das war eigentlich schon ziemlich interessant gewesen. Hier haben wir noch einen Eisenbarren. Oh. Biotreibstoff. Dann nehme ich gleich mal mit. Eine leere Dose.
Ah, schon der Eisenbahn auf dem Bett. Ich frage mich ehrlich gesagt, wer legt eigentlich einen Eisenbahn auf dem Bett hin? Tja, gute Frage. Also ja, ich hoffe mal, dass das Projekt bei euch ganz gut ankommt. Ein Knochen. Okay. Boah, wir sind mittlerweile fast so voll, dass wir fast nichts mehr tragen können. Also wie gesagt, ich hoffe mal, dass das Projekt gut bei euch ankommt. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, würde mich wie immer sehr freuen. Weil wie gesagt, mit Infected wird das bald weitergehen. Ne, jetzt für heute Morgen erstmal zwei Folgen, so zum Reingucken erstmal nochmal. Und wenn, wie gesagt, Forest 1 vorbei ist, dann geht's richtig los. Damit ich halt auch mal so ein richtiges Lager mal bauen, so ein größeres. Sonst hat man hätte man nur so eine Hütte da irgendwie, ne? Und da war ja gefühlt nach sechs Folgen mal Schluss gewesen. Aber jetzt will ich mal ein bisschen länger machen. Also ich hab schon richtig Bock auf das Spiel. Da haben wir noch einen Stick, da können wir gleich mal eine Axt draus machen. Da ist er fertig. So. Wir können es natürlich auch manuell, ne, hier rauflegen. Das geht natürlich auch, aber ich glaube, ich mache es über das Buch. Geht viel einfacher. Und dann hat man hier diese Axt. Sehr praktisch. So, ein Inventar haben wir hier auch. Da können wir dann nach Belieben einfach dann irgendwelche Gegenstände hier reinpacken. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was rein hier. So. Ja, dann ist man mal ein bisschen mehr Platz. Und wir können auch schon direkt aufsteigen. Und das ist ziemlich cool. Da können wir ein bisschen rumfahren. Und ich habe, glaube ich, schon so eine Stelle gefunden, wo ich mein Lager errichten würde. Die sah eigentlich ziemlich cool aus. Ich muss sie nur wiederfinden. Weil hier bin ich nämlich gestern auch lang gefahren. Oh, das sieht, glaube ich, nach einer eine Gurkenpflanze. Können wir ernten? Guck mal, da haben wir ein bisschen Gurkensaft für ein Beet. Können wir dann ein bisschen was anpflanzen später. Wird bestimmt lustig werden. Ja, und diese Vampires, ne? Das sind ja unsere Hauptgegner hier in dem Spiel. Das sind so eine Art, für die, die es noch nicht wissen sollten, das ist so eine Art Mischung aus Vampir und Zombie. Oh, ich habe gerade ein Ei gefunden. Okay. Ja, das ist eine Mischung aus Zombie und Vampir, die, ja, nennt man einfach Vampires. Und die findet man häufig in Dörfern, aber die können halt auch hier in Truppen rumlaufen. Die greifen dich dann irgendwann an nach ein paar Tagen. Und in der Zeit hat man dann auch mal die Möglichkeit, mal seine Hütte weiter aufzubauen. Es gibt ja auch so KI-Begleiter hier auch scheinbar. Und was auch, glaube ich, neu ist, sind Händlerstandorte. Die gab es vorher gar nicht. Also man kann jetzt offenbar eine Menge mehr machen. Ja, das wird schon interessant werden, auf jeden Fall. So, da haben wir nochmal ein paar Sachen. Da haben wir noch mehr Sachen. Da können wir bestimmt schon ein bisschen was draus machen. Okay, dann fahren wir mal weiter. Also ich habe schon eine Idee, wo wir bauen. Weil die Stelle, die ich da gefunden habe, die sah schon sehr, sehr cool aus eigentlich. Ich musste nur wiederfinden. Ich glaube, wir mussten hier links rein. Ich kann da mal kurz gucken. Wir sind jetzt. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, hier sind wir. Wir müssen. Ich glaube, wir müssen genau hier hin. Das ist so ein. Ja, so ein dichtes Waldgebiet mit so großen Fichtenbäumen, so wie in Sons of the Forest halt. Weil das sind denn Sons of the Forest, also meine Lieblingsbiome. Und das sah so cool aus. Das hat mich sofort an Sons of the Forest erinnert, die Gegend. Was ist denn das? Warum liegt denn hier eine Taube? Die ist einfach irgendwie runtergefallen oder so. Was? Lol, Federn. Hä, ist die durch die Hitze gestorben? Okay. Habe ich auch noch nie erlebt in diesem Spiel.
Aber dann könnte man wirklich jetzt schon Pfeile machen. Also vermute ich mal. Pfeile und Bogen habe ich mir hier noch nie in dem Spiel gemacht, muss ich gestehen. Das wird denn das erste Mal sein. Und generell, man muss hier auch so ein bisschen Bergbau und sowas betreiben. Also man kann hier auch wirklich mit Eisen und Kohle sowas machen. Also so Sachen, die ich mir noch in Sons of the Forest noch so wünschen würde, dass man dort ein bisschen was mit Öfen oder sowas machen könnte. Weil ich meine, wir haben in Sons of the Forest eine Spitzhacke, aber man kann halt nur Solarfit leider abbauen. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr irgendwie. Dass man dann noch so andere Mineralien findet, weißt du? Alter, wir sind schon fast komplett voll. Aber zum Glück hat unser Gefährt noch ein bisschen Tank, ne? So. Das ist schon wieder ein Vogel runtergefallen. Warum fallen die ganze Zeit Vögel vom Himmel? Ich hab da keine Ahnung. Es fallen die ganze Zeit Tauben vom Himmel, aber ich weiß nicht warum. Schon irgendwie sehr gruselig. Ja, eine Story hat das Spiel leider noch nicht. Da war ein Stick gerade. Aber vielleicht kommt da ja mal irgendwann mal so eine richtige Story. Ach, da kommen wir sogar mit dem Biotreibstoff, okay. Gut zu wissen. So, wir müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier geradeaus weiterfahren. Ja, da vorne. Da kann ich schon die großen Bäume sehen. Das sind halt scheinbar hier diese dunklen Ecken. Diese dunklen Flecken meine ich nicht Ecken. Also Ecken sind da wahrscheinlich auch. Da ist das Gebiet. Das erinnert mich halt wirklich so sehr an Forest, ne? Wenn ich das sehe. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier rein. Und ich glaube, ich habe schon einen perfekten Bauspot gefunden. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Weiter da drüben ist übrigens ein Dorf. Da sind ein paar Vampis. So, bauen. Genau, hier haben wir so ein Baumenü. Ein Holzfundament. Da brauchen wir 4 Holzscheiter und 4 Bretter. Die Bretter müssen wir aber allerdings noch herstellen. Aus den Holzscheitern. Da muss ich nur gucken, wo waren das nochmal? Platzierbares. Ach ja, genau hier war das. Ich glaube, das war der Sägetisch gewesen. Ja, das war der. Muss im Radius eines Landbesitzmasts sein. Was ist denn damit gemeint? Ich hab da keine Ahnung. So, mit Mausrad kann man das drehen. Finde ich sehr cool. Aber wir können es komischerweise nicht bauen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, guck mal, das Fundament geht aber. Genau, das ist so ein Blueprint halt wieder wie ein Forest. Also die haben halt auch ein bisschen was von Forest übernommen, die Entwickler. Das merkt man auch. Ja, und das Tutorial brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal durchspielen. Das... Ja, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon, glaube ich, 3 Mal gespielt und das nochmal in einem LP zu zeigen, nee, lass mal. Ich würde mal sagen, das ist in Ordnung für die erste Größe. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein paar Bäume fällen, natürlich. Wenn es um Speichern geht, das kann man direkt hier machen, finde ich gar nicht mal so schlecht, irgendwie für den Anfang. So. Genau, da haben wir denn diese Holzscheiter. Und das müssen wir dann halt hier reinbauen. Davon können wir insgesamt 3 Stück tragen.
muss halt nur gucken, wie ich das mit den Brettern mache, ne? Das ist halt so eine Frage und ich will mal B drücken. Ja, wegen Bauen halt, ne? Ha. Aber was damit gemeint ist mit da oben, das weiß ich irgendwie nicht so wirklich. Muss im Radius eines Landbesitzmasts sein. Ich weiß halt gar nicht, was damit gemeint ist, wenn ich ehrlich bin. Das war halt vorher auch nicht so. Vorher konntest du die Dinge einfach so überall hin platzieren, wo du wolltest, aber das geht schon mal gar nicht mehr. Sehr komisch. Da muss ich mich nochmal informieren, glaube ich. Na, die nächsten Party nehme ich erst nachher, wenn dann erst auf. Aber irgendwie muss ich das Ding ja fertig bekommen, ne? Weil. Naja, sonst können wir hier nicht weitermachen. Na gut, das Spiel wird ja sowieso noch weiterentwickelt. Oh, ich glaube, den sollten wir auch nochmal fällen. So. Könnte auch ein Stickbaum sein, ich bin mir nicht sicher. Ach stimmt, man muss hier auch ein bisschen auf die Nährwerte, glaube ich, auch achten. Also sowas wie Kohlenhydrate und so ein Zeug, glaube ich. So ein bisschen. Kann ich überhaupt irgendwas? Hä, aber warum kann ich den denn bauen? Kreissägetisch, Werkbank. Aber warum kann ich den nicht bauen? Was ist mit Landbesitzmasts gemeint? Das ist ein Wort, was ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Muss ich mal sagen. Ja, man sieht schon, man kann hier echt so einiges machen. Mischer, ein Schlachtertisch geht auch. Könnte ein bisschen so ein Outlast gefühlt sein. Hier in Webstuhl kann man sich ein bisschen Kleidung herstellen. Ja gut, also eine Werkbank könnte ich schon machen, ne? Also ich mache die jetzt einfach mal hier hin. Das Ding ist aber, wir können ja keine Bretter herstellen, ne? Also wie sollen wir das dann bitte machen? Wenn wir keinen Sägetisch machen können, dann können wir keine Bretter machen. Nee, geht irgendwie gar nicht. Also falls da irgendjemand Bescheid weiß, was es damit auf sich hat, kann es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ohne Bretter können wir jetzt ehrlich gesagt nichts machen. Ja, oder ich informiere mich mal schnell im Off oder so, mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Also einen Part möchte ich hier gerne noch aufnehmen, für morgen. Der wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, dass wir uns das dann nochmal ein bisschen genauer angucken können. Übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe, die Waffen haben auch eine Haltbarkeit. So wie in Zelda zum Beispiel, ne? Die Steinaxt. Ne? Die hat schon ein bisschen Schaden jetzt erlitten. Also, das sieht man ganz unten rechts da bei diesem Kreis, ne? Und die kann dann auch, ja, kaputt gehen. Das heißt, wir müssen die Sachen halt immer neu sammeln. Also bei diesem Gebiet haben sie sich sehr an Forest orientieren lassen. Was übrigens auch wichtig zu erwähnen ist, wir haben auch ein Gewicht, ne? Also bei dem Hut dort rechts, da seht ihr zum Beispiel diese 50, ne? Wir tragen gerade 32,95 Kilo. Und wenn wir die 50 überschreiten, dann wird unser Charakter langsamer. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich muss mich mal informieren, was es mit diesen. Wie heißt das Wort nochmal? Landbesitzmasts sein. Also, was hat das damit auf sich? Ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung. Na gut, ich denke, das werde ich herausfinden. Und ja, das war's dann erstmal für die erste Folge hier heute. Und ich hoffe, das hat euch erstmal so gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann morgen wieder, wenn ich auch herausgefunden habe, was das bedeutet.
Ansonsten, ja, müssen wir noch mal gucken. Ja, ansonsten wenn das jemand weiß, kann es mir auch in die Kommentare schreiben, wäre auch in Ordnung. Oder wenn wir sagen, sehen wir uns dann offenbar beim nächsten Mal wieder. Ja, wir sagen bis dann erstmal und ciao mit V. So, da bin ich nochmal schnell. Ja, ich habe jetzt endlich herausgefunden, was es mit diesem komischen Mast auf sich hat. Jetzt konnte ich endlich den Sägetisch bauen. Man muss tatsächlich so ein Schild bauen für seinen Landanspruch. Das wusste ich gar nicht, denn man findet das nämlich unter Sonstiges. Und denn hier ist dieser Landbesitzmast. Ja, das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt auch nur aus reinem Zufall herausgefunden. Und wenn man jetzt hier rauf geht, kann man das tatsächlich so benennen. Hier Ricknicks Bude zum Beispiel. Hallo Freunde habe ich das einfach mal benannt. Und dann, wenn man hier rauf geht, bam. Das sieht man einfach sein, ja, quasi mein Grundstück hier. Wenn man so will. Das habe ich jetzt herausgefunden. Weißt du, was die Landbesitzmast, das ist ein Begriff, den hat man so gefühlt noch nie zuvor gehört, ne? Also was man dafür jetzt machen muss, ne? Jetzt weiß ich das zum Glück. Das ist auch scheinbar neu, weil das war vorher auch nicht so gewesen. Aber na gut, das war's dann erstmal wieder. Das war jetzt nur eine kleine Eilmeldung und ja, dann können wir doch im nächsten Part dann richtig loslegen. Wir sagen bis dann erstmal und ciao mit V.